Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei Zockt, Prisenarchitekt in der Alpha 16. Ja, wir haben hier kleinste Problemchen, sage ich mal. Kleinste Problemchen in der Form, dass wir hier Bäume angepflanzt haben und das war eine schlechte Idee, glaube ich. Ne, in Reihen darf ich ja, ne, hat's geheißen. In Reihen dürfte ich. So. Das schon mal geändert. Weil, wir haben ein Problem mit den Bäumen. Da hieß es nämlich, da konnte ich irgendwie, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so mit Anpflanzen und so gab es da halt Probleme. Da hat nicht genug abgeworfen, sozusagen. So, jetzt haben wir natürlich so viel Bäume übrig, dass ich hier oben mal flott eine Runde anbauen muss. Immer noch 21, die ich verbauen muss. Bin ich besoffen? Oder warum kann ich keine geraden Linien mehr ziehen? Ja, es hört sich seltsam an, aber... Unser Knast erinnert mich mehr an eine forstwirtschaftliche, keine Ahnung, ach, ist auch egal. Also ihr wisst, was ich meine, das erinnert mich eher an eine Baumschule als an einen Knast. Wobei ich mich sowieso heute noch frage, warum es überhaupt Baumschulen gibt, ja? Als ob diese blöden Sträucher überhaupt irgendwas lernen könnten. Die stehen doch nur in der Landschaft rum und nehmen uns die Sicht auf die tollen Berge. War natürlich nur Spaß. So, also, wir hauen mal hier ein bisschen die Beschleunigung rein. Wie sieht's denn aus? Wächter sind, haben wir noch ein paar Verletzte. Die haben wir irgendwie nicht geheilt. Wir haben 5.800 Dollar. Und eigentlich wollte ich da, wo jetzt Bäume stehen, wollte ich jetzt eigentlich ein Medical Ward bauen. Ja, jetzt stehen da Bäume. Scheibengleis da. So Mist, so ein Dreck. Und meine Gärtner, was machen die? Die hängen da unten im Stuff rum und kraulen sich die... Nee, petikieren die Fingernägel. Sag mal, was putzen die denn? Wo sind die denn? Wo sind denn meine Gärtner? Haben sie abgestochen? Na, da sind sie doch. Da schleppen sie die Bäume. Install Tree, genau. Ich wollte schon immer mal Bäume installieren. Eigentlich werden die ja gepflanzt, aber nicht in... komm. Anderes Thema. Dieses Spiel hier... ist Gold wert. Leute, wirklich, dieses Spiel ist Gold wert, denn ich kann hier speichern. Ich kann hier meinen Speicherstand laden. Das Spiel stürzt mir kaum ab und Bugs, die hier drin sind, die werden von Version zu Version gepatcht. Das ist ja was, das kriegen andere Firmen beim besten Willen nicht hin. Das sind Millionen und Milliarden Unternehmen und meinen Wunder, wie toll sie sind und kriegen noch nicht mal sowas Einfaches hin. Ja, haben Bugs ohne Ende und überhaupt. Was macht denn der Hausmeister da? Sammelt der dreckige Wäsche ein? Alter, muss ich gucken. Das darf nicht wahr sein. Die Hausmeister machen jetzt hier die Arbeit von unseren Gefangenen, damit es hier rund geht, damit es weitergeht, damit es da in der Wäscherei nicht zu Chaos kommt. Finde ich cool. Ich glaube, ich muss mal noch ein bisschen schneller beschleunigen hier. Sonst nimmt das ja gar keine Fahrt auf. So, was haben wir? 11 Prisoners kommen. Ei, der Daus. 11 Prisoners kommen. Wo bringen wir die noch unter? Eigentlich müsste ich das ja stoppen. Sonst platzt uns ja die Bude. Hatte ich das nicht gestoppt? Nee, wir können sie reinlassen. Wir haben ja freie Kapazitäten. Wir haben ja nur 19. Ja, passt genau. Wir haben 32 Betten. Ist ja perfekt. So, du gehst mal hier raus. Und... Nein, ich war zu langsam im Anklicken. Du gehst mal hier raus. Und diese Tür, die bleibt... Nein. Okay, wir probieren es nochmal. Du gehst mal hier raus und diese Tür bleibt locked. Und dann kommt keiner mehr rein.
Und da gibt's einen Schraubenzieher. Ja, und warum habe ich das jetzt gelockt und warum steht der jetzt blöd davor rum und rafft nicht, dass er da nicht rein soll? Ach komm, vergiss es einfach. Ja, ich wollte nämlich verhindern, dass hier Leute eingeknastet werden, aber wir haben ja freie Zellen, die werden die da wahrscheinlich direkt durchschleusen. Also ich glaube nicht, dass die überhaupt in die Holding Cell kommen. Sie haben ja die KI verändert. Verbessert und so. Was haben denn hier gepflanzt für Bäume? Sag mal, sind wir hier in Afrika? Safari-Tour? Was sind das da für Dinger? Naja, die machen Holzbretter und dann war Schicht im Schacht, glaube ich, nach Holzbretter. Und so viel Holz haben wir da nicht mehr, dass wir da produzieren könnten. Oh, hier oben sind die Bäume weg. Das trifft sich gut. Machen wir hier auch noch eine Baumschule auf, ne, damit die armen Sträucher da mal was lernen. Nach der neuen Methode war's das. Bin ich mal wirklich gespannt, ob das alles funktioniert. So, jetzt bin ich auch gespannt, wann die hier Metall anliefern und wann die hier wieder anfangen, nutzlose Nummernschilder zu machen. Und wer hat hier eine Klavierseite bei sich? Du da? Wolltest du damit jemanden erwürgen? Vielleicht einen unserer Wächter? Das geht nicht. Weil dafür kriegt der was? Ein Lockdown? Ho? Ja, schwere Bestrafung hier der Strafgefangenen. Echt unglaublich. Wir brauchen einen Medical Ward. Wie groß muss der sein? Den kriegen wir da nicht unter, wo der jetzt drin rumschleicht. Kriegen wir hier unten nicht unter. Ich bin jetzt echt böse am Überlegen. Ja, so, da machen sie dann schon Nummernschilder hier. Da kommt schon Metall. Ja, irgendwas müssen sie ja machen, sonst langweilen die sich ja. So, was ist unser Status? Wie läuft's gerade? Die Unzufriedenheit steigt. Warum steigt die? Haben wir mittags das Essen ausfallen lassen und schon werden sie sauer. Nee, Komfort haben sie, passt alles. Passt alles. Unzufriedenheit, lass es steigen. Steigt nicht lange. Notfalls gibt's wieder hier Schlagstock, ne? Kein Erbarmen mit den KI-Gefangenen hier. Da unten pfeifen die Vögel. Hier oben pfeifen die Vögel. Überall pfeifen die Vögel. Unglaublich. Das ist noch hier ein Idyll, was wir aufbauen. Die sollen sich hier nicht erholen. Urlaub ist nicht. Jetzt geht's hier weiter. Kräftig schaffe Häusle baue. Ne, ich würde gern weiter ausbauen, aber ich habe keinen Platz dafür. Ich müsste hier unten erweitern irgendwo, aber da will ich nicht bauen. Also versteht mich nicht falsch. Ich möchte das gern irgendwie hier so irgendwo dabei haben, wo die dann auch hinkommen. Verdammt nochmal. Also da, wo jetzt Bäume gepflanzt werden. War vielleicht nicht so ganz die optimale Art der Baumpflanzung. Naja, schauen wir mal. Wir lassen es mal laufen. Wir haben eh kein Geld, um ein Gebäude zu bauen. Irgendjemand hat ja ausgerechnet, dass praktisch hier der Block zu bauen, dass der oder beziehungsweise der ganze Block billiger war wie, oder nee, wie war das? Oder der Teil hier oben, der Teil hier, der war billiger wie das hier, weil ich das hier zuerst die Mauern gebaut habe und dann Dach drüber gezogen. Ja, Autosave. Da habe ich mal ein bisschen Angst beim Autosave. Aber es geht weiter. Genau, ich habe noch einen Tipp gekriegt, den müssen wir auch umsetzen. Ha, beinahe hätte ich den vergessen. Wo ist denn das? Da, bin. Was haben sie dazu geschrieben? Imported when you come... Wieso ist es important, wenn es zu Kontraband kommt? Muss ich das jetzt verstehen?
Weder hinten, weder hinten. So, kriegen die da mal einen Mülleimer hingestellt? Ich will keine Ahnung, das ist doch ein Mülleimer, das ist eine Mülltonne. Warum ist das important, wenn es zu Kontraband kommt? Angeblich tun jetzt die Jungs hier den Müll immer da reinstecken und dann kommt irgendwann einer, der das abholt. Lassen wir uns mal überraschen. Die hier, die machen fleißig Nummernschilder. Alter, machen die Nummernschilder. Kann das sein, dass der Output der Nummernschilder höher ist? Dafür der Wert des einzelnen Nummernschilds geringer? Ja, der bringt nicht so viel Metall. Bald gibt's wieder Bäume. Ist ja gut so jetzt. Lasst mal gut sein. So, die machen mal Happy Happy. Die backen voll. Zwei Stück sind schon wieder entlassen worden. Einer ist uns hier entkommen. Einer ist escaped. Den habe ich noch da rausrennen sehen. Übel, übel. Oh, 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 warum gibt's hier Randale? Warum gibt's hier Randale? Da haben Leute Messer dabei. Gabeln dabei. Jetzt soll da keiner reingehen. Die sollen hier drin für Ordnung. Genau das wollte ich. Zack, hier geht der Schlagstock. Da hat einer Aufstand gemacht. Bum, peng, batsch. Schlagstock, ab auf die Fresse und rein in die Solitary-Zelle und schon haben wir wieder Ruhe. So, jetzt geht gefälligst alle schlafen und macht hier keine Randale. Bei dem ist die Prisoners-Uniform gedamaged und der hier ist der Meinung, er muss aufstehen, aufs Klo gehen, pinkeln, mitten in der Nacht. Unglaublich. So, License Plates, 2300 haben sie uns eingebracht. Das war jetzt nicht so dolle. Bin mal gespannt, die Holzbretter, die gehen jetzt gleich wieder ab wie Rakete. Ja, da hat sich ja jemand beschwert, dass das einfach nicht im Verhältnis steht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das steht schon im Verhältnis. Wenn ich bedenke, wie lang es dauert, bis hier die Bäume angepflanzt haben, dann müssen wir die Bäume hier legen, davon kriegen wir Holz. Ja, dann kostet so ein Baum $100. Das heißt, allein die Bäume, die ich da legen muss, damit das hier drin läuft, die kosten mich ja schon einen Haufen Geld, also 10 Bäume. Sind ja schon $1000 und das muss man ja da auch wieder abziehen. Also das heißt, die Zeit, die die brauchen und so weiter und so fort. Das ist, muss man natürlich alles mit bedenken. So, wir machen jetzt mal ein bisschen langsamer, denn wir gehen jetzt unter die Holzfäller. Wenn ich nur wüsste, wo, genau, da ist es. So, und da versuchen wir jetzt mal 3 Bäume zu fällen. Ich will es nicht übertreiben. Ich will nur mal was testen. Beschleunigen wir mal. Es müsste eigentlich bald jemand kommen, der die Bäume fällt. Da kommen sie schon, die Arbeiter. Haben sie ihr Helmchen auf, ne? Damit ihnen kein Baum auf den Kopf fällt. Und die gelbe Warnweste, damit sie kein Gefangener überfährt. Und jetzt fällen die hier Bäume. Jetzt bin ich gespannt. Und das gibt Holz. Ich glaub's nicht. Es ist tatsächlich, wenn die zu eng zusammenstehen, gibt's kein Holz. Das ist echt der Hammer. Das ist... Jetzt ist nur die Frage, welche Bäume sind denn alle ausgewachsen? Na, wir machen alles mal platt, was da so rumsteht. Da können wir vielleicht hinter die Wäscherei noch ein Medical Ward bauen. Das ist auch so ein Problem. Ich meine, irgendwann geht euch das Land aus, um Bäume anzupflanzen. Dann müsst ihr Land kaufen, damit ihr Bäume anpflanzen könnt. Hört sich jetzt doof an, aber irgendwann ist alles vollgebaut. Das gibt Holz. Alter, ich werd bekloppt. Ich hab mich das mal so aufgeregt, weil es kein Holz gab. Ja, da bin ich ja bekannt für. Ich reg mich immer gerne mal auf. Der letzte, der es abgekriegt hat, war EA.
Ah, die da oben, die bringen nicht ganz so viel Holz. Seht ihr, die sind noch nicht richtig ausgewachsen. Die bringen nur 2 Stücker und das da sogar 2,5. Hm. Aber zumindest, die geben jetzt Holz und die machen jetzt mal das Lager voll. Ich will keine Nummernschilder mehr produzieren. Das ist ja kacke, Nummernschilder. Ich mag keine Nummernschilder. Jetzt habe ich da Pressen angeschafft, extra für die Nummernschilder. Die kann ich auch. Diesmal kann ich die eigentlich verkaufen? Nö. Schade. Sell Object. Habe ich gedacht, könnte ich vielleicht auch die Sachen wieder verkaufen, aber die gehören jetzt uns. Einmal gekauft, kriegst du die nicht mehr los. So, was haben wir denn hier so? Jede Menge Bäume umgehaut. Aber so viel Holz ist das gar nicht von den paar Bäumchen da, oder? Ich hätte jetzt gedacht, die packen da alles voll. Da müssen wir noch welche umhauen. So, die da zum Bleistift. Ich glaube, die Reihe hier können wir auch noch mitmachen. Die sieht gut aus. Da sehen welche aus, als müssten die noch wachsen. Hier auch. Selektiver Holzschlag machen wir hier. Wir hauen nicht alles um, nein. Wir gucken vorher, dass es auch schön viel Holz gibt. Also in der Hoffnung, dass es auch schön viel Holz gibt. Aber hier sind die Stämmchen ein bisschen dünn. Bin ich jetzt mal gespannt. Gibt trotzdem 3 Holz. Ja, da gibt es nur 2 Holz. Und hier? Da gibt es 3 Holz. Ja, es ist irgendwie, also die Holzverteilung oder wie viel Holz da was gibt, das ist schon ein bisschen, ich weiß nicht. Großes Rätsel, da sind sie wieder in der Zwangsdusche. Alle miteinander, das muss ich auch mal umstellen. Das kann nicht sein, dass sie da alle immer dahin rennen und dann hier dann zwangsgeduscht werden. Oh, es kommen 8 Gefangene, die kriegen wir unter. Kein Ding, werden noch ein paar Leute entlassen, dann haben wir wieder 32 Dinger voll. Aber dann müssen wir langsam mal aufpassen. So, jetzt gibt's hier Futterfassen. Geht da mal mit. Geh da mal mit. Will ja nicht, dass du dich hier hinstellst und, aha, da haben wir schon einen. Der hat einen Hammer eingesteckt. Unglaublich, das ist ja der Hammer. Was kriegt der jetzt? Solitary für einen Hammer? Tatsache. Und in die kleinste Zelle packt dann. Super. Der Wächter hat verstanden, wie man für Ordnung sorgt. Nicht in die große mit Licht, nein, in die kleinste ohne Licht wird er gepackt. Die Uniform ist 100% damaged, können wir mal dumpen. Die repariert eh keiner mehr. Die hat irgendeiner zerrissen, warum auch immer. Der war wohl ein bisschen sauer auf uns oder so. So, in einer Stunde kommen wieder Gefangene und wir machen jetzt hier die Bäume platt. Ich will jetzt wissen, was passiert. Wenn da hinten der Kleine genauso viel bringt wie da unten der Große, dann machen wir auch die Kleinen platt. Machen wir alles platt. Ah, machen wir hier super Plattmacher. Ne? Auf, wir kommen, hopp. Randa. Wofür habe ich euch? Bauarbeiter. Okay, gibt mir 2 Holz. Gibt 3 Holz, gibt 3 Holz, gibt 3 Holz, gibt 2 Holz. Das ist ein bisschen unregelmäßig. Was bringt der? 2 Holz. Der Kleine bringt 2 Holz. Die wollen mich veräppeln, oder? So, gleiches Worktime. Dann geht's richtig los hier. Dann wird wieder produziert, bis der Arzt kommt. Apropos Arzt kommt. Wir brauchen den Platz, damit wir... ja. Ich muss dann langsam auch mal an morgen denken. Also sprich, ich muss mal hingehen und muss mal so ein Medical Ward bauen. Geht ja nicht an hier. So, da kommen die Gefangenen. Steht wieder einer auf der Straße rum. Warum steht denn der auf der Straße rum? Was hast du denn angestellt? Joyriding.